Ich glaube, wir haben zwei sehr schwere Spiele gehabt in der Beine. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass wir nicht genug Kraft zum Schluss hätten. Es war die Frage, ob man diese ersten 15 Minuten oder 20 überlebt und dann einigermaßen in die Halbzeit kommt. Und dann haben wir genug Selbstvertrauen jetzt momentan, um gegen Dänemark auch zu kämpfen. Und das hätte natürlich in beide Richtungen kippen können, aber wir hätten das auch gewinnen können. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich ein fantastisches Ergebnis. Also wenn uns das jemand vor, sagen wir mal, 10 Tagen gesagt hätte, hätten wir gesagt, wunderbar. Wir glauben es zwar nicht, aber es wäre natürlich ein wunderbarer Traum, dieses Ergebnis zu haben. Aber ich glaube, die Mannschaft hat sich das verdient. Sie hat fantastische Spiele gezeigt und hat gezeigt, dass sie auf alle Varianten der Gegner Antworten hat. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Gründe. Zunächst, dass wir einfach unglaublich geduldig spielen im Moment, dass wir ganz, ganz lange im Angriff auf unsere Chance warten und wieder auch eine stabile Abwehr mit einem richtig guten Torhüter eigentlich in jedem Spiel bisher hingestellt haben. Und auch mit den Leuten, die dann von der Bank reinkommen, weil die sind alle richtig bereit, die wissen alle um ihre Aufgabe und kann man jeden bedenkenlos einfach aufs Spielfeld werfen. Die können alle dann Impulse setzen und ich glaube, das tut uns als Mannschaft wirklich sehr gut. Wir haben uns jetzt diese einmalige Ausgangsbasis geschaffen und die, wenn wir den Punkt gegen die Dänen auch wirklich nutzen wollen, ist nur dann wirklich einmalig, wenn wir es schaffen, die Argentinier zu schlagen, weil die Saudi-Arabier bei allem Respekt der Nationalmannschaft gegenüber müssen wir zu jeder Zeit an jedem Ort egal schlagen können. Also von daher ist das jetzt ein Schlüsselspiel für uns und es geht jetzt eindeutig um den Gruppensieg. Ich glaube, es wird zu früh, Kräfte zu schonen. Ich glaube, wir gehen diese Partie Vollgas an, wie es das letzte Spiel wäre für uns.